Mistkarren, Mistrad, was für ein Elend. Zuerst hatte die Kutsche einen Achsenbruch, dann konnte ich wenigstens diesen verrotteten Handkarren ergattern, um noch rechtzeitig vor Ablegen des Schiffes zum Hafen zu kommen. Und jetzt das Märte. Mit Verlauf. Widerliche Blutsauger. Kekila. Sollten die Moskitos helfen? Äußerlich und innerlich, vive la France. Vive le Mexique. Mon Dieu, quel pays, quelle misère. Ich hätte in England bleiben sollen, die Buchhandlung meines Herrn Vaters weiterführen. Was wäre mir nicht alles erspart geblieben? Zwischen den Regalen sitzen, in Büchern blättern, Bücher bis hinauf zur Decke. Ah, Papier, Leder, Pergament. Das war in London. Cheapside. Newgate Street nach Westen, Fetterlane, von Holborn Richtung Fleet Street, Wapping Rotherhithe, ja, Wapping Rotherhithe, die Matrosenviertel, die Themse. Das hätte meine Welt werden können. Alles wäre anders gekommen. Alles. Wenn mein Herr Vater nicht diese Furzidee mit diesem Instrument seiner geliebten Trompette Marine gehabt hätte. Jean-Baptiste, stop dreaming! Come on, breakfast! And your instrument? Where's your instrument, Jean-Baptiste? I'm sorry, Father. Sir? Father, Sir. Ich persönlich hätte ja lieber die Gambe, la viole de gambe, gespielt. Auf dem College kein Außenseiter sein. Garantiert Erfolge bei den Ladies und so. Aber nein, es muss ja unbedingt dieser einseitige Kasten sein. Genannt Trompet Marino oder Tramp Maria, Tromba Marina, Marittima Tuba, Tuba Manualis Trumerina, Trompa Maria. Aber diese Medaille hat doch eine Kehrseite, wenn man Klartext redet. Deutsch, Tacheles, Rumpelscheiß, Kratzscheiß, Rumscheiß, 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 Kratzscheiß, Rumscheiß, 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 Rumscheiß. Mit 6 Jahren schon Tonleitern, Dreiklänge rauf und runter, trillern, bis der Daumen blutet. Quel Monstre, welch ein Ungetüm, groß wie ein Subkontrabass, von der Optik her wie eine Standuhr. Und dann diese Töne. Ein Klang, wenn man überhaupt von einem Klang sprechen möchte, wie eine gestopfte Trompete, gespielt nur mit Flageolets, die einen mit ihren Vibrationen in den Wahnsinn treiben. Thank you.
in einer Kirche. Da fragen Sie sich, wie kann ein Instrument mit nur einer einzigen Saite so resonieren? Ha, das war nach jedem Konzert so, bis sich dann endlich dieses kleine versteckte Kästchen öffnete und die Resonanzsaiten im Inneren des Korpus zum Vorschein kamen. Voilà! 21 Saiten, alle auf denselben Grundton gestimmt. Ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn. Von Wirtshaus zu Wirtshaus, von Taverne zu Taverne hat mich mein Vater geschleppt. Ich war noch so klein, ich musste auf dem Tisch stehen, um überhaupt spielen zu können. Allerdings mit der Zeit nicht ohne Erfolg, wie ich gestehen muss, mit Verlaub. Seltenes Konzert des Trumpet Marines! Nie zuvor in England gehört! Alle Personen, die dieses hören möchten, mögen sich zur Fließtabern begeben. Jeden Tag die Woche gegen 2 Uhr außer Sonntag. Jedes Konzert dauert eine Stunde und beginnt danach wieder von vorne. Die besten Plätze kosten einen Schilling, die anderen Sixpence. Das war sie, meine Kindheit, meine Jugend. Meine einzige Freundin, diese hölzerne Lady. Ah, my lady, wie gut euch euer Korpus kleidet. Dieses edle Nussholz des Halses, das Kleid aus feiner Hochgebirgsfichte und nicht zu vergessen, diese Zutat von Wildkirsche am Rock. Ein wenig zu sehr abgelagert, meint ihr? Aber nein, das gerade erhöht doch ihren Reiz, ihr erlaubt. Ah, diese Rosette aus dreilagigem Pergament, wie außergewöhnlich ihr doch seid. Ei, was haben wir denn da Allerliebstes? Ein Schnarrsteg, auch Le Chien oder das Hündchen genannt. Zwei Beine, eines fest auf der Decke, das andere seitlich erhoben, abgestreckt, auf derselben vibrierend. Das Hündchen, natürlich an einer Leine, dem von mir erfundenen Guidon zur Verhütung unkontrollierter Bewegungen. Dieser Guidon, der eine überaus feine Reglage des sensiblen Hündchens erlaubt, wird über eine seemännische Rolle bis zu einem eisernen Zahnradwirbel im hämisch grinsenden Faunenkopf geführt. Ende der Sinnlichkeit! Der Anfang vom Ende! Tag aus, Tag ein! Und setzt man ein paar Wochen aus, fängt man mit dem Üben wieder von vorne an. Das war sie, meine Kindheit, meine Jugend. Ein täglicher Kampf, dieses Geräusch zum Ton werden zu lassen. Einziger Lichtblick waren meine Tanz- und Fechtstunden bei Monsieur Langier, einem exilierten französischen Maître de Danse. Ein dürftiges Trostpflaster. Die Welt um mich herum war in Bewegung, im Aufbruch. Newton entdeckte die Schwerkraft. Halley war dem Kometen auf der Spur. Und ich versauerte, gefesselt an dieses Ungetüm. Doch dann, endlich, konnte Monsieur Langier meinen Vater überzeugen, dass es unerlässlich sei, meine Studien der Trompette Marine und der Tanzkunst noch in Paris, dem Mittelpunkt der zivilisierten Welt, zu vervollkommen. Das Meer, Wind in den See. Adventure hieß das Schiff, Abenteuer, Aufbruch. Mein Abenteuer, mein Aufbruch in ein neues Leben, mein Leben. Und dann, finalement, La France und Paris. Königin der Städte, unter den Sternen der Mond. Und im Zentrum des Firmaments, Louis XIV, Le Roi Soleil. Thank you.
Thank you.